Immer werden wir angegriffen. Oh, ja. Das war schon mal gelb-rot. Das war wieder der Guweleuf. Den spricht man bestimmt nicht so aus. Hallo, Leute. Willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Und wir haben noch 6 Spiele zu spielen. Und es geht jetzt los gegen AZ Alkmaar. Wow, alle bereit? Das ist ja schon mal was. War sonst auch nicht immer so. Schwarz, einfach weil. Ne? Einfach weil. Erkennt man einfach besser. So. Yay. Verkackt. Yay. Verkackt. Wir legen einfach mal los. Nur weil der Gegner Anstoß hat, heißt das nicht, dass wir verlieren oder so. So, damit sind wir am Ball. Na. Ja, toll. Da hat er uns aber auch noch umgeworfen. Gibt gelb. Gelb für den PC. Das war vorbei. Aber wir haben ja noch mehr Chancen. Wenn er jetzt mal loslegt. Danke. Das hätte sie sich sonst wohin gezogen. Unnötigerweise. Wow. Was war das denn? Fliegen erstmal vorbei an allem hier. An alles, was geht hier. Na? Tja. Oh, Einwurf. War Wenn der den Ball nicht will, dann nehmen wir den. Soll ja nicht unser Problem sein. Komm, ein bisschen Konzentration jetzt. Das war ein bisschen Konzentration mehr, aber noch nicht komplette Konzentration.
Und jetzt gibt's noch eine Ecke. Geben uns jetzt hier gerade mal so das volle Paket. Da ist er doch noch durchgekommen. So. Ecke auf der Seite. Na, mach. Wow. Hatte alles gerade mal so rein gar keinen Sinn, aber macht ja nichts. Oh Mann. Gib mir den Ball. Komm, das war ein Foul. Eindeutig war das ein Foul. Die stehen so auf Karten. Komischer Name. Ich schieße einfach direkt immer aufs Tor. Na? Jetzt rennen wir hier so ein bisschen an der Seite lang. Aber spielen den doch noch ab. Boah, und jetzt ist er drin, ja. Ja. Das war der Helmis. Der Hermes, der kann es. So ein bisschen. Naja, 5 Minuten, voll übertrieben. Mal wieder. Ist gerade mal ein Tor gefallen. Aber 5 Minuten Nachspielzeit. Ich glaube ja immer noch, dass es fake ist hier. Fake nach Spielzeit. Schiedsrichter faked das ganze Spiel. Der macht doch an irgendwelchen Wetten mit, die um Nachspielzeit gehen. Ich habe keinen umgeworfen. Nein, nein. So, erste Halbzeit beendet. Geht gleich weiter. Komm.
Gut sah es nicht aus. Aber muss es ja auch nicht. Das sah dann noch schlechter aus. Ist der denn da bitte jetzt reingekommen, ey? Boah. Alles klar. Aber ich sag mal so, solange es noch unentschieden steht, ist alles noch gut. That's very interesting. Wie konnte das jetzt bitte sehr passieren? Substitution going on the VLAs, number 18. Ja, sollen sie wechseln. Wow. Gib mir den Ball. Da legt er sich erstmal hin. Warum auch nicht, ne? Kann man ja mal machen. Wir rennen wieder durch. Vielleicht schießen wir ja noch ein Tor. Vielleicht auch nicht. Das weiß man ja noch nicht. Das wird die Zeit zeigen. Immer werden wir angegriffen. Oh, ja. Das war schon mal gelb-rot. Das war wieder der Guweleuf. Den spricht man bestimmt nicht so aus. Also in letzter Zeit haben wir es so mit den gelb-roten Karten. Wow. Oh, und Verletzten haben wir da auch noch. Wer ist das? Der hier. ZM. Hier. Ganz schwachen rein. Einfach, damit wir einen gesünderen drin haben. Spiel doch einfach den Ball ab. Kann noch nicht so schwer sein. Autsch. Das war der Klose. Der wollte auch mal zulegen. Gut, aber wenigstens unser verletzter Spieler ist draußen. Ich denke mal, Klose wird hier nicht nochmal eine gelbe holen. Und wenn, dann YOLO. Passiert. Jetzt gibt's noch Elfmeter. Wir haben ja wirklich alles in dem Spiel.
Jetzt wackelt der das Ding hier wieder wie wild. Noch mehr Ausdrücke der Freude brauchen wir nicht. Bleib da stehen. Ich hab Zeit. Schwimm einfach die Zeit runter. Irgendwie ein bisschen dämlich, ne? Dass wir da dafür jetzt rot kriegen. Aber was hätte ich machen sollen? Aber naja. Und noch ein Foul. Das ist sehr kartenlastig, das Spiel. Gibt erstmal wieder 5 Minuten Nachspielzeit. Weil der Schiedsrichter ja zu der ganz berühmten Wettmafia gehört. Die in der Ukraine tätig ist. Ja, die Ukraine, die ist immer so Ziel für alles. Jetzt auch mal für die Wettmafia. Ja, und nun? Dafür können wir ja wohl schlechte Karte kriegen. Kriegen wir aber. Aus welchen Gründen auch immer. Das muss ich mir nochmal angucken. Das hat immer gar keinen Sinn. Da war überhaupt gar kein Foul. Im Gegensatz, wir sind sogar noch umgeflogen. Also, irgendwas ist da manchmal komisch. Alles klar. Es war das Spiel. Ich glaube, ich brech in den Eimer. Oh Mann, 14 Punkte für den Aufstieg. Da fehlt uns ja eigentlich nicht mehr so viel. Wir haben noch 5 Spieler, also noch die Hälfte. Also, die Hälfte haben wir schon. Die andere Hälfte müssen wir noch. Tendenz steigend. Wenn auch die Tendenz irgendwie bei 13 Punkten liegt, was ein bisschen komisch ist, aber okay. Liegt wohl an unseren verkackten Online-Spielen, denke ich mir mal. Ist da auch irgendwas berechnet. So, jetzt ist ja endlich auch mal der Münzenboost abgelaufen, damit der Ding da oben uns nicht noch Jahre nervt. Was gibt's sonst hier noch? Ja, ich hab irgendein Spiel und irgendein Beispieler. Alles klar. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr meint, FIFA gefällt euch und ich möchte gerne weitere super tolle Aktionen sehen, dann gebt dem Kanal ein Abo. Genau. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.